Da sind wir wieder zurück mit dem Aftermatch-Talk nach dem Last-Minute-Sieg in Dresden. Wir sind noch in Dresden auf der Pressetribüne, vielleicht hört ihr es. Die Mannschaft feiert, der Gästeblock feiert. Ein paar schlechte Verlierer werfen mit Bechern Richtung Mannschaft. Jetzt schon sehr unnötig, vor allem weil 10.000 Ordner dastehen, die irgendwie nichts machen. Aber mei, die Mannschaft lässt sich nicht beirren. Matze. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte die ganze Zeit, wir haben nicht gut gespielt, wir hatten auch Glück, aber ich habe die ganze Zeit die ganze. Ja, wir haben auch nicht schlecht gespielt, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das Spiel erinnert mich zu sehr an 60. Irgendwas passiert noch. Aber ich will nicht vorgreifen, gehen wir systematisch durch, weil in der ersten Halbzeit ist es ja eigentlich gleich mal wild losgegangen. Es ging richtig wild los. Gleich, ja, in den ersten 10 Minuten eigentlich Dresden uns phasenweise hier eingebunkert und Handball gespielt fast in der Jahrenhälfte. Aber da noch mit Glück verteidigt, würde ich sagen. Vor allem der Pfostentreffer von Zimmerscheid ist da zu nennen. Und dann mit der Zeit hast du einfach gemerkt, hey, da wirft sich jeder in jeden Ball heute. Ja. Bräunig zweimal, Geipel zweimal, einmal mit der Familienplanung, wie du gesagt hast, oder mit dem Solarplex auf jeden Fall wirklich mit seiner Gesundheit mehr oder weniger. Ja, ja, Bräunig ja. Im leeren Tor den Ball ausgekratzt. Also das wurde heute einfach auf jeder Linie hinten mitgezogen und verteidigt. Nach vorne war es sehr dünn. Es war einfach ein Spitzenspiel zweier starker Defensiven und einer nominell starker Offensive von Dynamo, die schon auch Druck gemacht hat zwischenzeitlich, muss man sagen. Ja, definitiv. Aber dann ist die erste Halbzeit eigentlich schon rum und in der zweiten Halbzeit geht es kurios los. Anstoß und Feed schießt vom Anstoßpunkt fast ins Tor, gerade noch gehalten von dem zu weit vorne stehenden Diljaja im Dynamo-Tor. Und im direkten Gegenzug muss sich Bräunig wieder reinwerfen und klärt dann sogar auf der Linie. Ja, ja, das vom Feed habe ich leider verpasst, das muss ich mir im Real Life anschauen. Weil da habe ich gerade noch meinen Pausentee die Treppe hochgetragen. Ja, ansonsten, zweite Halbzeit ist eigentlich relativ schnell erzählt. Ich finde, es war besser als in der ersten Halbzeit. Es waren weniger große Chancen von Dynamo, die wir zugelassen haben. Es gab ein paar, vor allem die eine eben auf der Linie. Aber ansonsten, du hast richtig gemerkt, ihnen fällt eigentlich nicht viel ein, den Dresdnern, außer immer hintenrum zum Innenverteidiger. Und dann irgendwann kam der öffnende Pass, aber wenn halt nur einer alle 5 Minuten kommt, ja, dann kannst du halt nicht so viele Chancen spielen, wie du vielleicht brauchst gegen so eine Defensive, wie wir sie haben. Wir mussten aber uns in alles hineinwerfen und das haben wir getan und wurden dann zum Schluss hinaus, wurden wir immer frecher. Und genau das ist so der Punkt, wo ich so das Gefühl habe, warum schießen wir so spät teilweise die Tore? Ich glaube, weil wir den Gegner insgesamt kaputt laufen und dann noch mehr Körner im Petto haben als der Gegner. Zumindest er ist frech, die eingewechselten Spieler. Ja. Haben wir wirklich durch die Bank heute gefallen. Eisenhut mit der Vorlage fürs Tor, Ballas mit dem Tor, Hein nach Einwechslung, auch richtig geackert auf der linken Offensivseite. Jonas Bauer mit seinem Debüt vor 30.000 Leuten. Hier, er hat zwar nicht den Match wieder selbst gemacht, aber ich glaube, das wird ihm auch ziemlich egal sein. Ja, ja. Was ein Debüt und auch richtig gut in den 5 Minuten, die er hatte, gearbeitet. Diese Ecke rausgeholt, glaube ich sogar, die am Ende zum Tor geführt hat. Ja, also auch ihm würde ich ein 1-Sternchen geben. Ja, es ist ein Märchen. Ja. Es ist ein Märchen. Und dann habe ich aber trotzdem, auch wenn das Spiel dann immer so phasenweise fahrig war und ruhig war, ich habe immer das Gefühl gehabt, da passiert noch was. Und in der 92. war es dann soweit. Und es war dann, glaube ich, auch Ballas mit dem Treffer gegen seine Ex-Kollegen. Gegen seine Ex-Kollegen vorm K-Block. Ja, das ist sicher auch ein Gänsehautmoment. Ja, das glaube ich schon. Dann sind wir jetzt der glückliche Sieger, können wieder mal mit einem Lächeln heimgehen und stellen fest, auch wenn es mal in der Offensive nach vorne nicht so gut läuft, aber wir beißen und wir kämpfen und sind immer für ein Tor gut. Genau. Und wir kämpfen uns jetzt wieder die Treppe runter, weil es ist echt arschkalt hier. Jetzt kann man es ja sagen. War ein schönes Spiel. Danke fürs Einschalten, sowohl beim Turmfunk als auch jetzt für den Aftermatch-Talk. Und dann sehen wir euch hoffentlich im Stadion oder wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Und jetzt gibt es nochmal Eckball. Das wird eine Sache für Feed. Wir sind, ich weiß nicht. Zwei Minuten sind wir gerade drüber von vier. Wir erinnern sehr an 60. Das ist so eine Lucky Punch-Möglichkeit jetzt. Und wir sind das Lucky Punch-Team. Eisenhut, Ecke, der kann das. Die kommt auch gut. Die kommt richtig gut, die ist drin. Die ist drin. Ich weiß nicht, wer es war, ist mir scheißegal. Er ist drin. Lucky Punch, ich hab's gesagt, der Lucky Punch. Die ganze Pressetribüne rastet aus. Es ist der Lucky Punch.
Eisenhut kann den Ball nicht festmachen, das wären wichtige Sekunden gewesen. Aber sie müssen wieder nach hinten zum Torwart und da gibt es wieder Pfeife gegen das eigene Team in Dresden. Auch ungewöhnlich. Langer Ball, gut verteidigt, Meissner kommt da nicht ran und jetzt muss das eigentlich nur noch irgendwie zur Eckfahne spielen, ja, und dann ist bekommen. Aus. Ja, Geipel spielt durch den Chip Richtung Eckfahne, Hein hat da nicht dran gedacht, aber trotzdem, Pfeif ab. Schiri, Pfeif ab. Ich weiß nicht, wie lange wir noch haben, aber eine Szene gibt es noch. Jetzt kommt tatsächlich nochmal Brisanz rein. Aber der lange Ball ist nicht gut, der wird nicht kontrolliert und einfach rausgeprügelt wieder. Ein ja! Und das war's! Der Jan ist Tabellenführer und das verdient!